Ja, jeden Tag. Auf jeden Fall, klar. Wenn ich es mir selbst besorge, gucke ich mir immer Porno an. Wann hast du deinen ersten Porno geschaut? Boah, zu früh. Sehr früh. Ich glaube, mit 5 oder 6. Da war ich 9 oder 10. 13? 13? Spät. Sehr spät. Einfach nur, weil ich immer Angst hatte, dass ich irgendwelche Viren bekomme. Die habe ich gefunden auf dem Schrank von meinem Papa. Da war ich 11 oder so. Mit 11. Ich weiß noch, wie er hieß. Play me again, Vanessa. Ich glaube so, ich glaube 22. Ich weiß auch nicht, warum ich es vorher noch nie gemacht habe. Aber ich habe auch irgendwie erst so kurz vorher so richtig angefangen, mich selber so zu erkunden und mich selber zu befriedigen und so. Die Neugierde daran zu wissen oder zu sehen, wie sehen andere nackte Körper aus. Also das war eigentlich das, was mich hauptsächlich interessiert hat. Und habe aber super nervös dann halt angefangen, die Buchstaben Porno einfach bei Google einzutippen und mal zu schauen, was dann kommt. Aber so ernsthaft habe ich mir tatsächlich noch nie einen angeguckt. Boah, meinen ersten Porno habe ich, glaube ich, mit 15 geschaut, auf dem 16. Geburtstag von einem Klassenkameraden. 14, glaube ich. Nicht alleine, mit 3 Jungs. Ich war bei einem Freund von der Schule zu Hause. Und er hat mir den ersten Porno gezeigt. Aber es war kein bewusstes Gucken. Das war mehr so, hihi, dann machen wir das jetzt mal. Und dann war so, dann hast du es ausgemacht. Wir haben irgendwie so bis 4 Uhr früh uns einfach alles Mögliche an Pornos, auch so, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es Porn oder so, reingezogen. Wir haben uns ein Heteroporno angeschaut und ich war halt ganz klar auf den Mann fokussiert. Ich habe auch, glaube ich, durch Pornos so gecheckt, dass ich gay bin. Erinnerst du dich noch dran, was du am Anfang für Pornos geschaut hast? Ich glaube, es war einfach ganz normal so ein Studio-Porno, eigentlich so ganz normal, also so eine blonde Frau, weißer Mann, einfach nur auf dem Bett. Es war eine Frau am Kamin tatsächlich. Sie lag an so einem Kamin und so ein Mann hat sie in der Missionarstellung Und es war dann direkt so ein Kink-Porno mit so einem Entführungsfantasie-Ding. Und es hat mich natürlich dann auch irgendwie nachdrücklich beeinflusst. Und ja, das war so ein bisschen der Beginn von einer langjährigen Porno-Guck-Karriere bei mir. Also ich habe ab diesem Zeitpunkt extrem viel Pornos geschaut. War irgendwie spannend. Also ich hatte nie so richtig Aufklärung, aber ich war sehr, sehr erschrocken, wie tief ein Penis in eine Person eindringen kann. Horrible. Ich werde dieses Bild mit dem Dildo, der überall drin war und so viele Menschen, ich werde das niemals vergessen, weil ich fand das wirklich traumatisch. Kein Wunder, dass ich erst Jahre später einfach gesunden, schönen, lustvollen Sex hatte, weil die Bilder, mit denen ich aufgewachsen bin, Horror, Horror. Ich bin mit einem, das war ein Grundschulkumpel, deswegen musste ich 9 oder 10 gewesen sein, dritte oder vierte Klasse, also doch relativ früh. Und der hat mir gesagt, dass er, ich muss ja den Namen nicht von dem Kumpel sagen, deswegen kann ich immer erzählen, dass er im Schlafzimmer von seinen Eltern hat er so Kassetten, er meinte so, die sind so, die Videos muss ich mir mal angucken. Dann bin ich mit dem nach Hause gegangen und wir haben extra so einen Zeitpunkt ausgewählt, wo beide Eltern arbeiten war. Und dann schiebt er diese Kassetten in den Rekorder und das waren, ich weiß es noch genau, es war so ein weirder Porno, wo so ein Postbote zu so einer Bäuerin geht und die wirklich, das war so richtig deutschmäßig, so irgendwas mit so, sie muss noch Kühe melken und es war sowas und ich, aber es war, da war ich 9 oder 10. Und mein Cousin Ayman, der hatte auf seinem Handy so richtige Schmuddelvideos. Und dann saß der einmal mitten in dem Haus, wo meine Oma ist, wo alle anderen. Und der sitzt da so breitbeinig, so wie ich ungefähr, auf so einer Stufe. Guckt er sich das an, muss, hörst du voll laut. Und dann sind wir da so hingegangen. Und dann haben wir gesehen, dass das so Porno-Videos waren oder Sex oder so. Und da, ach, ich weiß nicht, ich war viel zu jung. Also vielleicht, ich war bestimmt im Grundschulalter. Aber ich war so, wow. Wenn du Pornos schaust, welche Art von Pornos guckst du gerne? Was, wie heißt das denn? Amateur? Bei mir ist definitiv Public auch ein Suchbegriff, der benutzt wird. Ich habe von Anfang an schwulen Pornos geschaut. Ich mag queere Sachen. Lesbische Pornos. Ich mag Hetero-Pornos. Ich finde es sehr, sehr schön und sinnlich, wenn so zwei Frauen oder zwei Männer miteinander Sex haben. Ich mag Pornos mit Transmenschen. Ich mag tatsächlich Gay Men.
Gruppensex-Pornos. Ich bin da sehr, 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 sehr offen tatsächlich. Alles, was im Konsens passiert, ist Spitzenklasse. Outdoor-Stuff, bla. Hauptsache, es ist eine gute Story. Ich will, dass dieser Porno einen Oscar kriegt. Das ist mein... Auf jeden Fall wichtig ist, wenn ich ein Porno schaue, ich mag nicht, wenn ich die Gesichter sehe von den Menschen. Ist ganz komisch, dann bin ich irgendwie raus. Ich glaube, ich brauche immer ein bisschen Kontext bei den Pornos. Ich lese gerne, wenn es dann in die Richtung Pornografie geht, in Richtung Manga. Tatsächlich, mittlerweile schaue ich nicht mehr viele Pornos, sondern höre lieber Pornos. Ich mag halt bestimmte Stimmen und wenn die Stimme passt, dann kann die mir eigentlich auch alles erzählen. Und ich finde es irgendwie halbwegs erotisch. Schaust du aktuell gerne Pornos? Wer guckt denn nicht mal hin und wieder einen netten Porno? Ja und nein. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich im besten Fall einen ungesunden Umgang mit Pornos habe. Wenn nicht eine Sucht, ich weiß es nicht genau. Und deswegen versuche ich das eigentlich gar nicht mehr zu machen, aber es klappt nicht immer. So, ich glaube, das längste war mal 3 Wochen ohne oder so. Schaust du jetzt gerne Pornos? Überhaupt nicht. Tatsächlich nicht so gern, nein. Warum? Ich sehe mich darin nicht. Also ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen und deswegen lasse ich es einfach. Ich will irgendwie kein verkehrtes Bild von Sex haben. Ich finde Pornos ganz furchtbar, aber auch weil sie ein komplett verzerrtes Realitätsbild darstellen. Gerade auch in der Homo-Szene sind es immer nur Typen, die super groß sind, einen Riesenschwanz haben, super breit gebaut, muskulös. Können 30 Minuten durchbumsen, haben nie Kot am Dick. Wurdest du mal beim Porno schauen erwischt? Ja, von meinem Mann. Das war mir so peinlich. Ja, erst letzte Woche von meiner Mitbewohnerin. Eines Nacht habe ich mir halt ein Porno angeschaut, aber im Fernsehen. Und dann habe ich das mit meinem alten Handy von früher, das Sony Ericsson, was man so hochklappt, ich habe das gefilmt. Am nächsten Tag hatte ich Kunstunterricht. Und irgendjemand hat da irgendwie auf meinem Handy was suchen wollen. Dann hat er in der Galerie das gesehen. Und ich war nur so, hab halt so getan, als ob nichts wäre. Und er nur so, wow. Und dann haben meine Eltern das entdeckt. Das war auf jeden Fall ein Gay-Porno. Aber meine Eltern haben ein Riesentrauma daraus gemacht. Ich konnte von meinen Eltern nicht erwischt werden, weil ich habe meine Zimmertür mal abgeschlossen. Aber ich habe sie halt auch immer nur abgeschlossen, wenn ich Pornos geschaut und gewichst habe. Und es war immer so offensichtlich. Ich als Kind dachte so, ich ist ja volles Brain, ich schieß zu und niemand kommt drauf, aber ich habe immer nur da zugeschlossen. Meine Eltern safe auch dann immer so, ey Junge, das ist so offensichtlich, aber ja. Wie oft würdest du sagen, schaust du Pornos pro Woche? Mal da. Ich glaube, das letzte Mal ist jetzt irgendwie vor 2 Monaten gewesen. Ja, jeden Tag. Auf jeden Fall, klar. Wenn ich es mir selbst besorge, gucke ich mir immer Porno an. Ja, schon viel. Ich würde sogar sagen täglich, ja. Also ich würde schon sagen, dass ich zumindest bis ich jetzt zuletzt auch gesagt habe, dass ich das mehr reduzieren möchte, dass es schon so jeden Tag oder alle 2 Tage war, was sehr viel ist. Also ich weiß, wenn man viele Pornos guckt, dann ist mein Drive zum Beispiel einfach dann mit echten Frauen zu schlafen, ist einfach geringer. Ich denke so, yo, ich kann ja auch einfach Porno gucken. Und das ist aber insgesamt nicht gut, weil mich das nicht glücklich macht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, wenn es mir schlechter geht, also das habe ich mittlerweile einfach immer gemerkt, dass ich so mit Pornos cope auf jeden Fall, auf eine Art. Und als ich das erste Mal so 3 Wochen keine Pornos geguckt habe, das ist gleichzeitig, und genau in dieser Zeit war ich das erste Mal seit sehr langer Zeit mal wieder so richtig glücklich, so richtig sorglos. So, und ich war so, wow, mir geht's richtig gut gerade. Und als ich dann das erste Mal wieder Pornos geguckt habe, hatte ich vielleicht 1-2 Tage später direkt wieder so eine richtige Trauerattacke, so eine richtige Depressionsattacke, als ich irgendwann nach Hause gekommen bin. Und ich war so, okay, wow, da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Sehr cool, dass ihr reingeschaut habt und auch bis jetzt dran geblieben seid. Und wenn ihr noch mehr auf Klo sehen wollt, dann schaut gerne mal hier vorbei. Bis dann.